Hallo lieber Widder und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für den November. Mein Name ist Julia Aurelia und wir schauen uns jetzt mit dem Seelenreisetarot und Premiere hier für diese Sternzeichenrunde das erste Mal mit dem Seelenreiser Lenormand an, wie die Energien in dem November für dich so stehen. Diese Legung kannst du dir anschauen, falls du den Widder im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten der Venus hast. Du kannst sie dir anschauen, falls du den aufsteigenden Mondknoten, also Rahu im Widder hast. Auch da ist dann immer ein sehr starker Fokus auf dieser Energie. Herzlich willkommen auch an die Crosswatcher. So, in diesem Sinne, lasst uns mal starten mit dem Karten. Ich habe hier tatsächlich ein ganz neues Seelenreise-Tarot. Das glänzt noch so schön und fühlt sich auch noch ganz neu jetzt hier an. Lass uns mal schauen. Momentchen, muss ich mal ein Stück runter machen. So, dann knalle ich mich immer die ganze Zeit so gegen den Tisch hier. Widder, Widder, Widder. Widder im November. So, dann starten wir mal. So, wir starten mit den vier der Schwertern. Ich habe das keltische Kreuz ein bisschen angepasst für den Monat. Ich lege aber in der gleichen Art und Weise aus. Oh, guck dir das mal an. Da ist sehr viel Schwertenergie. Okay. Und dann haben wir hier, da möchte ich noch eine weitere Karte. Okay, und am unteren Kartenrand haben wir den Wagen. So, lasst uns einmal schauen. Wir starten mit den zwei der Stäben. Und zwar gab es hier in der kürzlichen Vergangenheit eine Entscheidung bezogen darauf, in welche Richtung es für dich oder in einer Situation weitergeht. Da wurde gefühlt sehr viel schon organisiert und geplant. Ich habe auch das Gefühl darüber nachgedacht. Wir haben sehr viel Schwertenergie hier, sehr viel Gedanken und Kommunikation. Sehen wir jetzt in der Vergangenheit nicht. Ich habe aber das Gefühl, das hat hier in der Vergangenheit auch schon stattgefunden. Kommunikation, Nachdenken, Strukturieren, Planen bezogen auf eine Entscheidung, wie jetzt sich etwas weiterentwickelt. So. Wir sehen, dass Anfang des Monats, und ich muss die Karten mal wieder so ein bisschen anders machen, weil, wie gesagt, das ist ja nur das abgewandelte keltische Kreuz hier. Aber was ich sehen kann, ist, Anfang des Monats ist es noch sehr ruhig. Das heißt, du hast hier Ruhe, Entspannung, Auszeit, Erholung. Es kann sein, dass hier auch das Thema Heilung etwas ist, was jetzt im Vordergrund ist. Und irgendwie kommen jetzt auch mal deine Gedanken Anfang des Monats erstmal zur Ruhe. Also du startest schön in den Monat und ich würde sagen, nutze diese Zeit wirklich, um auch aufzutanken. Denn da kommen noch so ein paar Sachen auf dich zu. Und zwar sehen wir Mitte des Monats, haben wir nochmal den Turm hier. Der Turm ist ein unerwartetes Ereignis. Das kann eine Information sein, gerade weil wir hier im Außen den Buben der Schwerter haben. Da könnte also Mitte des Monats eine Information auf dich zukommen. Die ist A, unerwartet oder B, kann es sein, dass du jetzt etwas ganz klar siehst. Der Turm kann eine Erkenntnis sein. Eine Erkenntnis, dass vielleicht irgendetwas nicht weitergehen kann. Denn der Turm, der kommt immer nach dem Teufel. Das bedeutet, in der Essenz, klar ist der Turm manchmal unangenehm. Allerdings geht es hier um eine Situation, die dir nicht dienlich ist. Oder etwas, was, wo es Abhängigkeiten gibt, eine Situation, wo Abhängigkeiten, Süchte eine Rolle spielen. Vielleicht gibt es ungesunde Verhaltensweisen und Strukturen in einer Beziehung oder sonstigen Angelegenheiten. Und mit dem Turm geht es darum, das muss sich jetzt ändern und das ist die Energie, die ich bekomme. Und das ist spannend, denn wir haben, ich habe vor euch, wen haben wir vor euch gemacht? Steinbock und Fische. Und bei einem von den beiden kam der Teufel drin vor mit der Kombination der Mäßigkeit. Und da ging es darum, dass die Mäßigkeit die Energie ist, die den Teufel besiegen kann. Weil wenn du dich mäßigst, und ein Gleichgewicht wiederherstellst, dann kann der Teufel, die Abhängigkeit oder die Sucht ausgeglichen werden. Das ist quasi die Heilung. Und wenn der Turm kommt, habe ich immer das Gefühl, dass wir vielleicht eigenständig etwas nicht geschafft haben oder sehen konnten, sehen wollten oder eigenständig nicht geschafft haben, etwas in den Ausgleich zu bringen. Dann kommt der Turm und der Turm zwingt uns quasi, jetzt etwas in den Ausgleich zu bringen oder
pusht uns quasi rein, schmeißt uns rein und sagt, so, das ist jetzt der Ausgleich, da hast du jetzt, so, hast du selber nicht geschafft, so, jetzt helfen wir dir hier mal, um dich von diesen negativen Mustern, Glaubenssätzen, Verhaltensweisen zu befreien oder dich aus einer Situation zu lösen, die dir nicht gut tut. So. Es kann natürlich sein, dass du hier noch irgendwas erkennen wirst Mitte des Monats. Das ist eine Erkenntnis, die du nicht mehr ignorieren kannst, wo sich für dich etwas verändert. Grundsätzlich, wie fühlst du dich? Wir sehen hier die drei der Stäbe. Mit den drei der Stäben bist du gefühlt bereit, aufzubrechen, nach vorne zu gehen, in die Zukunft zu gehen. Auch schön, dass wir das hier sehen, weil die drei der Stäbe ist eine sehr positive Karte und die haben wir im Bereich der Emotionen und Gefühle. Das heißt, das kann auch eine Aufregung sein, eine Vorfreude auf das, was da in der Zukunft auf dich wartet. Also wir sehen hier schon auch emotional einen Fokus in die Zukunft, dass du dich in eine bestimmte Richtung hier bewegst und dass du dich grundsätzlich auch sehr darüber freust, in eine bestimmte Richtung jetzt zu gehen. Ich habe das Gefühl, du bist da sehr aufgeschlossen. Wir sehen hier ein Paar liegen. Wir haben den König der Schwerter und die Königin der Schwerter. So, für manche von euch kann es darum gehen, dass du und eine andere Person euch nicht mehr so viel zu sagen habt. Warum? Weil der König der Schwerter die Blockade ist für den Monat und die Königin der Schwerter ist dein Fokus. Das heißt, wir haben hier ein Paar, die sind sehr intellektuell, da geht es um die Kommunikation, die sind aber auch sehr emotional voneinander distanziert. Insbesondere mit dem König der Schwerter, der sagt, der ist vielleicht auch sehr kühl, sehr harsch. Die Königin der Schwerter sagt so, ey, ich muss mein eigenes Ding machen, ich muss jetzt meine Wahrheit leben, kommunizieren, meinen Weg gehen. Und da kann es sein, dass wir hier, falls es für dich um eine Beziehung geht und wir haben die Liebenden hier liegen, wenn es um eine zwischenmenschliche Angelegenheit geht, habe ich aber tendenziell eher das Gefühl, dass hier zwei Menschen sich nicht mehr wirklich viel zu sagen haben. Du bist vielleicht noch sehr positiv und optimistisch und hoffst, dass sich Dinge in eine harmonische Richtung weiterentwickeln. Aber letzten Endes habe ich das Gefühl, dass hier eine Erkenntnis kommt, dass hier irgendwas nicht wirklich funktioniert. Ich sehe, du möchtest Stabilität, du möchtest Sicherheit, du bist fokussiert auf langfristige Pläne. Vielleicht bist du auch sehr fokussiert, jetzt dir Stabilität und Sicherheit aufzubauen. Du könntest auch mit dem König der Münzen wirklich die Situation recht pragmatisch sehen. Was auch wieder schön ist, weil wir sie erstmal nicht überemotional sehen. Du gehst Anfang des Monats, vielleicht gibt es ja auch eine Auszeit mit einer bestimmten Person, aber du gehst hier gefühlt recht ruhig und geerdet in die Situation rein und das ist quasi die Energie, die du damit reinbringst in die Angelegenheit. Und ich habe das Gefühl, dass der Turm auch etwas sein könnte, wo du sagst, ey, aber sehr unemotional, so hey, das funktioniert für mich so nicht mehr. Dein Fokus ist definitiv, authentisch zu kommunizieren, authentisch du selbst zu sein und dich gegebenenfalls mit der Königin der Schwerter von negativen Energien in deinem Leben zu befreien. Du bist hier auch gedanklich sehr klar. So, ich habe das Gefühl, du bist klar und du weißt, was du willst und du gehst das Ganze sehr pragmatisch, sehr geerdet an. So, aber König der Schwerter. Wie gesagt, Streitigkeiten, jemand, der vielleicht auch verletzend ist mit wie er kommuniziert, kann sich hier auch beziehen auf die Person, die wir hier im Außen sehen. Wir haben den Buben der Schwerter hier. Der Bube der Schwerter kann dein Umfeld sein, was von außen auf dich zukommt und das kann gegebenenfalls durch eine bestimmte Person gezeigt werden. Der Bube der Schwerter ist eine Kommunikation, das heißt, hier ist schon Kommunikation, aber es kann halt dadurch eben sein, dass jemand sehr unreif kommuniziert. Jemand könnte so ein bisschen bockig sein oder nicht bockig. Bockig ist nicht das richtige Wort, aber verletzend sein. Wir haben den Buben der Schwerter und den König der Schwerter hier. Also eine reife Kommunikation könnte hier ein bisschen herausfordernd sein. So. Es kann allerdings auch sein, dass hier noch eine wichtige Information von außen auf dich zukommt. Vielleicht kommt ein Anruf, eine Nachricht, ein Brief. Jemand redet mit dir und in diesem Gespräch findest du eine wichtige Information, die dir jetzt weiterhilft. Es kann auch sein, dass hier ein Brief reinkommt mit einer wichtigen Information. So, wie gesagt, das ist einfach nur, was in diesem Monat von außen auf dich zukommt. Entweder durch eine andere Person oder wie gesagt, es sind die anderen Beispiele, die ich gerade genannt habe. Deine Hoffnung hier mit den Liebenden ist definitiv, würde ich sagen, ein harmonisches Miteinander.
Das haben wir hier, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass du merken wirst, ah, so richtig ganz funktioniert das nicht. Für manche von euch geht es vielleicht um eine Ehe. Wir haben hier den Hierophanten an den Fünf der Kelchen dran. Da, wenn die Fünf der Kelche da liegen, ziehe ich immer gerne noch eine weitere Karte, weil ich gerne gucken möchte, worum geht es hier. Weil wir Ende des Monats sehen, dass du hier eine emotionale Herausforderung hast. Es kann eine Enttäuschung sein, es kann sein, dass hier was kaputt gegangen ist, vielleicht ist da eine Traurigkeit, aber grundsätzlich kann man sagen, irgendwas wird hier Ende des Monats emotional herausfordernd und das mit dem Hierophant kann sich auf eine Ehe, auf eine Beziehung beziehen, auf einen Zusammenschluss beziehen. Was mir allerdings auch gekommen ist, als ich die Karte gelegt habe, und das war tatsächlich das Erste, mit dem Hierophanten kann es um das gehen, woran du glaubst. Und ich habe das Gefühl, dass das kann ein Glaubenssatz sein, dass hier sich irgendwas verändert, bezogen auf irgendeinen Glaubenssatz oder an irgendetwas, was du glaubst. Vielleicht hast du geglaubt, jetzt so gesehen, dass hier man irgendetwas harmonisch klären kann. Aber ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, irgendwas lässt sich hier nicht wirklich harmonisch klären. Das muss nicht zwingend das komplette Ende der Situation sein, aber das ist das, wo du quasi Mitte und Ende des Monats in dieser Situation stehst. Und ich habe auch, wie gesagt, das Gefühl, es könnte sein, dass sich jemand vielleicht A, nicht ganz reif verhält in dieser in dieser Kombination oder eben hier ist eine wichtige Information, die zu dir kommt. Am unteren Kartenrand haben wir den Wagen. Auch das sagt mir, ich habe das Gefühl, du als Widder, du weißt, was du willst, du weißt die Richtung, in die du gehen möchtest und du bist hier sehr willensstark, auch mit der Königin der Schwerter in deinen Gedanken. Und ich habe das Gefühl, du gehst hier wirklich, du bist irgendwie, oder vielleicht möchtest du auch deinen Willen durchsetzen und jetzt wirklich in eine gewisse Richtung gehen und ich sehe dich hier auch als sehr stark an. So. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mit dem Seelenreise-Lenormand an. Und zwar gucken wir jetzt in jeden Lebensbereich einmal rein und gucken, wie sich auch diese Energien dann im Lenormand zeigen. Wir schauen jetzt also in Liebe, Beziehungen, Beruf, Finanzen und alles, was sonst noch um dich herum wichtig sein wird. Und genau, das machen wir wie immer in Teil 2 in der Erweiterung. Ich darf dich also einladen, mir zu folgen. Unter diesem Video findest du die beiden Links. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir jetzt nochmal. Shopify ist der erste Link unter diesem Video. Dort hast du die Möglichkeit, dass dir das Einzelvideo zur Legung zugeschickt wird, per E-Mail, per Link. Da ist es wiederum wichtig, dass du deine E-Mail-Adresse korrekt angibst, dass du auch in deinen Spam-Ordner schaust, dass du dir ein paar Minuten Zeit gibst, um reinzukommen. Manchmal kommt die E-Mail ein bisschen zeitverzögert rein. Und falls du mit PayPal zahlst, dann kann es sein, dass die E-Mail an deine E-Mail-Adresse geschickt wird, über die du mit PayPal gezahlt hast. Also check einfach auch nochmal das E-Mail-Konto. Ja, und darunter findest du in der Infobox den Link zu Patreon. Falls du also jemand bist, der gerade sehr viele Erweiterungen schaut, kann ich dir die Tarot-Erweiterungen-Mitgliedschaft empfehlen, weil mit der bekommst du ja alle Erweiterungen, die ich jemals hochgeladen habe, direkt freigeschaltet und natürlich auch die Erweiterung zu dieser Legung. In diesem Sinne fange ich jetzt an mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Hallo lieber Widder und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir jetzt in die Tiefe eintauchen, in die Energien für deinen November. Also lass uns mal starten mit den Karten. So. Also auch da nochmal, ne? Ich nehme dich wirklich als, ich nehme dich als sehr geerdet, sehr ruhig, sehr pragmatisch wahr, auch wenn da diese Situation ist, wo du Mitte des Monats nochmal was erkennen wirst, wo es vielleicht auch eine Veränderung gibt, etwas, wo du am Ende des Monats dann vielleicht enttäuscht sein wirst, weil du irgendwas geglaubt hast, was dann auf diese Art und Weise nicht eingetreten ist. Kann ja sein, auch einfach, ich habe das an das Gute im Menschen geglaubt. So. Oder ich habe an Gerechtigkeit geglaubt. Oder ich habe an, keine Ahnung was. Ne? Also was auch immer das ist. Ich habe das Gefühl, dass es darum geht, dass du an irgendwas geglaubt hast. Und irgendwie, ja, das ent ja, schauen wir mal weiter. Und die Hoffnung ist hier definitiv mit den Liebenden auf harmonische Lösungen. Auf ein harmonisches Miteinander. Auch witzig, in dem Moment kommt hier der Ring. So, jetzt möchte ich einmal schauen. Alle Lebensbereiche bitte von Widder. Und wir starten mit der Route. Ja, also ich muss auch da nochmal sagen, das ist hier gefühlt.
eine Information gibt, die reinkommt, die etwas mit einem Konflikt zu tun hat oder auch vielleicht mit Streitigkeiten. Auch das nehme ich hier nochmal wahr. Es geht darum, welchen Weg geht man jetzt? Welche Entscheidungen werden jetzt getroffen? Auch da das Thema Entscheidungen ist nochmal irgendwie wichtig. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass eine Entscheidung, die hier getroffen wird, letzten Endes dazu führen soll, dass sich etwas verbessert. So, was haben wir hier? 4. Oder die Entscheidungen, die getroffen werden sollen. Irgendwie geht es darum, eine Angelegenheit zu verbessern. Hier ist deine Karte, egal ob du Mann oder Frau bist. Das ist quasi dein Platzhalter. Und auch vor dir, guck mal, ich sehe hier, es geht darum, irgendwas zu verbessern. Du bist wirklich darauf fokussiert, jetzt irgendwas auch in deinem Privatleben gefühlt, bei dir zu Hause oder in der Familie zu verbessern, zu erleichtern. So. Wir gehen gleich im Detail natürlich nochmal in die ganzen Themen. Ich lege jetzt erstmal aus. Es kann auch sein, dass du hier Hilfe und Unterstützung bekommst oder hier ein Ratschlag ist. Ein Rat von jemand, der irgendwie einen gewissen Einfluss hat und der hier helfen kann. So. Okay. Ja, interessant. Ja, hier sehen wir nochmal in deinem Haus tatsächlich die Emotionen. Schauen wir mal, was haben wir hier im Haus der Emotionen? Ja, es kann ein bisschen emotional kompliziert hier sein. Jetzt lass ich mal eben schauen, ich muss mal eben ganz kurz drauf gucken. Ich hatte das gestern schon, als ich die ersten Legungen gemacht habe, dass es nicht so ganz gepasst hat. Wobei, jetzt passt es tatsächlich auch hervorragend. Ich muss mich tatsächlich erst dran gewöhnen, das Lenormand hier auszulegen, weil das ja jetzt auch die ersten Legungen sind, die ich damit mache, damit ich nämlich genau weiß, wie ich hier mit dem Platz hinkomme. Sodele, also lass uns mal schauen. Ich sehe grundsätzlich auch, dass sich jetzt zeitnah etwas für dich erleichtert. Beziehungsweise es kann es auch einfach sein, dass du mit einer gewissen Leichtigkeit auf die Situation schaust. Ich habe das Glück an deiner Seite, auch direkt vor dir. Wir sehen auch, dass sich hier etwas lösen wird. Hier, ich habe aber das Gefühl, diese Konflikte zu lösen, da hast du auch schon in der Vergangenheit dran gearbeitet. Für manche von euch sind es Konflikte, die sich beziehen auf das Thema Arbeit. Auf das Thema Arbeit gehe ich gleich nochmal explizit ein, wobei ich jetzt erstmal sagen muss, arbeitstechnisch sehe ich jetzt gar nicht so die großen Schwierigkeiten hier bei euch. Aber da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal drauf zu. Ich möchte erstmal die Karten um dich herum angucken. Wir sehen hier auch nochmal, es kommt eine wichtige Information auf dich zu. Du lernst etwas dazu, das dir Klarheit bringt. Hier liegt Wissen.